Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Tutzing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, Servus. Wir sind in Tutzing und da darf man natürlich nicht an diesem Haus vorbeifahren. Wir sind nämlich hier in der, und das nehmen wir jetzt einmal mit, weil das sind mehrere Häuser, in der Peter-Maffei-Stiftung. Der Herr selber ist beschäftigt, ist klar, viel unterwegs, aber wir sprechen mit Albert Luppert. Der macht das auch alles, hat alles im Griff in diesem Haus. Das ist ein Eingang übrigens hier in Tutzing. Da ist er mir, da ist er. Da ist er. Guten Morgen. Da arbeitet er, so wie sich das gehört. Herr Luppert, ich grüße Sie. Und schön, dass Sie, ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, schön, dass Sie kommen. Was ist Ihre Hauptaufgabe hier? Was machen Sie gerade so Schönes? Was muss ein Herr Luppert hier machen in der Stiftung? Nein, also im Prinzip ist es so, ich bin ja nicht alleine in der Stiftung. Wir sind ein größeres Team, auch hier im Hause von Maffei. Und meine Aufgabe ist es natürlich, die Gesamtverantwortung für die Stiftung zu übernehmen, für alle Einrichtungen, die wir haben in Deutschland, Spanien, Rumänien. Und jetzt bin ich gerade am E-Mail schreiben, was bei uns leider Gottes sehr stark ist, weil wir ein paar hundert E-Mails am Tag kriegen. Nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter. Und das muss natürlich alles beantwortet werden. Darf ich fragen, wie oft der Chef selber vorbeischaut? Er war heute früh schon um 8 Uhr bei mir. Also er ist also fleißiger noch. Ja, Peter ist ein Workaholic. Er ist auch Frühaufsteher. Und also ausschlafen gibt es bei uns nicht. Und manchmal geht es auch bis abends. Gestern war es auch spät dann nochmal hier, war 8:30. Also wir haben nur telefoniert, aber er ist eigentlich den ganzen Tag hier im Büro. Damit wir mal aufklären, ja, wir sind jetzt in der Peter-Maffei-Stiftung. Genau. Es gibt aber auch noch die Tabaluga-Stiftung. Ganz genau. Es gibt verschiedene Häuser. Können wir mal so ein Konstrukt aufbauen, wie das alles entstanden ist? Also es ist so, die Tabaluga-Kinderstiftung gibt es schon länger. Mhm. Da war in den 90er Jahren, die hießen Gabrielenheim ganz früher. Verein für Frauen aus München, da war die Frau Gronawitter auch Vorsitzende. Und die Tabaluga-Stiftung war dann gegründet worden, weil der Peter Maffei gefragt wurde, können wir uns Tabaluga nennen? Mhm. Das war die soziale Gründung eigentlich von Tabaluga in den 90er Jahren. Mhm. Und der Peter Maffei hatte dann Ende der 90er Jahre, hat der Peter überlegt, mit Dr. Herlin, pass mal auf, mach doch auch etwas für Kinder, im klassischen Sinne direkt, dass wir ein Haus in Spanien umgewidmet haben für Kinder. Und dann haben wir eine Stiftung gegründet, die dann natürlich Tabaluga nicht heißen konnte, weil der Name belegt war. Ja. Und somit hat unsere Stiftung den Namen des Stifters Peter Maffei erhalten. Die Häuser jetzt in Rumänien, Spanien und so weiter laufen also dann unter diesem Dach, verstehe ich das Peter richtig? Peter Maffei Stiftung, genau. Ja. Die Mutter sitzt in Deutschland mit dem Namen Peter Maffei. Und die Stiftungen dann, beziehungsweise Organisationen, die vor Ort Arbeitsverträge und sowas unterschreiben müssen, die heißen wiederum witzigerweise Tabaluga in den Auslandsimmobilien. Verstehe. Nur zum Schluss jetzt noch, bevor wir dann auch mal das Haus und natürlich umgehen. Jahreszeitraum, was war als erstes gegründet und dann gestiftet? Also die Tabaluga-Stiftung, wie gesagt, in den 90er Jahren und die Peter-Maffei-Stiftung im Jahr 2000. Dann haben wir angefangen 2003 in Spanien mit unserem Kinderhaus. Ja. 2011 waren wir dann eröffnet in Rumänien. Ja. Und zeitgleich haben wir dann noch ein Haus hier eröffnet in Jägersbrunn bei Starnberg. Ja. Und 2015 haben wir ein Gut bei Weilheim, das Gut Diedelhofen, erworben. Das wurde, also Peter Maffei hat das erworben, die Stiftung betreibt es. Das wird jetzt das physische Zentrum unserer Peter-Maffei-Stiftung. Unglaublich, was da dran hängt. Jetzt gehen wir mal durch. So, jetzt nach vorne. Liebe Zuschauer, wir sind in der Peter-Maffei-Stiftung gemeinsam mit Albert Luppert. Jetzt natürlich, also auch Tabaluga, das ist, gehört dazu wie die Faust aufs Auge, das ist so. Was haben wir da jetzt alles noch? Also Tabaluga ist ja eine Marke und Tabaluga, hier ist unser David. Servus David, how are you? Die Seele, der sich um die Immobilien kümmert. Tabaluga ist ja auch eine Marke. Es ist ja dieses Jahr große Tabaluga-Tournee, geht am Mitte Oktober, sind wir in der Olympiahalle auch in München. Und wie gesagt, Tabaluga als Marke wird auch als Lizenzvermarktung, das zum Beispiel ist Play-Mais, ganz witzig, das ist Mais. Nicht schädlich und als Bastelmaterial. Kenn ich. Ja, kenne ich. Hier ist Bettwäsche, steif zum Beispiel und natürlich der musikalische Tabaluga mit dem aktuellen Album Es lebe die Freundschaft. Also wie gesagt, in vielen Facetten Tabaluga und die Markenrechte sind auch hier verankert. Klar, verstehe. Hier ganz toll, zum Beispiel Textilien, die wir haben, jetzt neue T-Shirts und so weiter mit Puma. Also wir haben große, gute Lizenzpartner, die natürlich auch die Marke Tabaluga fördern, woraus die Stiftung
profitiert, weil die Marke nicht nur eine Lizenz ist, sondern meistens auch die Stiftung dann einen Teil der Lizenzen abbekommt. Dürfen wir natürlich auch mal nachfragen, um welche Kinder es sich handelt. Das Spektrum ist ja weit traurigerweise und auch Bedarf immer mehr, sonst würden nicht so viele Häuser so voll sein. Also um welche Kinder handelt es sich, die hier auch betreut werden? Also das Gros der Kinder, die wir betreuen, ist natürlich die zur Peter-Maffay-Stiftung kommen. Das sind ja therapeutische Aufenthalte, die zwischen 8 und 14 Tagen liegen in unseren Einrichtungen. Und das Gros sind traumatisierte Kinder. Traumatisierung in vielfältiger Weise, sexuelle Gewalt, Gewalterfahrung im klassischen Sinne, dass die Kinder halt auch geschlagen werden. Und die Kinder kommen mit ihren gewohnten Betreuerinnen und Betreuern aus Einrichtungen, die wir kennen. Es sind auch Hospizkinder dabei, es sind Kinder mit Down-Syndrom, Förderschulen dabei und, und. Aus ganz Deutschland plus angrenzend Europa. Mhm. Und was wir in unseren Einrichtungen auch haben, ist ein bisschen ein Kuriosum natürlich, dass wir Kinder auch aus Spanien oder Rumänien auch nach Deutschland einladen. Das wollen wir auch, dass die Kinder auch die Kultur in Deutschland kennenlernen, also sprich die rumänischen oder spanischen Kinder. Das ist ja interessant. Da will die nächste Frage natürlich dann draußen, damit wir auch mal die Umgebung sehen, was die Kinder mitnehmen und was dann auch wirklich für einen Erfolg sich dadurch verzeichnet. Herr Luppert, ich folge Ihnen nach draußen, liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder da aus Starnberg-Tutzing. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Tutzing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Es geht nach draußen ans wunderbare Häuslein, so hier zumindest das schöne Wetter mitgebracht. Diese Kinder, die also im Austausch auch stattfinden, die hierher kommen, auch das Alter mal, also wie alt sind die Kinder? Das ist manchmal bei Familien sind es ja Kleinkinder, auch Geschwisterkinder dabei, aber im Prinzip ist die Altersgruppe eigentlich so von dem beginnenden Grundschulalter bis zum jungen Erwachsenen, also bis zu 21. Welche Kontakte entstehen dann auch unter den Kindern? Also ich meine, Sie haben natürlich auch die verschiedensten Therapien, die ja auch dazu kommen. Mal fernab von diesem, aber die Kinder untereinander, wie tauschen die sich aus? Die haben ja alle ihr Schicksal. Ja, die kennen sich natürlich in dem Bereich, das dürfen wir jetzt nicht immer so sagen, als würden sie bei uns sich da neu erfinden, sondern sie kriegen bei uns diese Auszeit. Das heißt, die Gruppe, die zu uns kommt, die Kinder, Jugendlichen kennen sich, kennen auch ihre Betreuer. Und was wir anbieten, ist im Prinzip eine Umgebung in der Natur. Reittherapie, die wir anbieten, auch hier in Tutzing. Wir können Ausflüge natürlich nach München, auch hier am Starnberger See anbieten. In Spanien ist der Bauernhof von Peter Maffay. In Rumänien haben wir sowieso ein ganzes Dorf, was wir begleiten. Da gibt es Werkstätten, da gibt es im Prinzip einen Erlebnisbauernhof. Rumänien hat noch ein bisschen mehr Ansatz, weil wir dort auch viel mit den Dorfkindern machen. Es sind viele Roma-Kinder, wir haben 80% sind die Roma in dem Dorf. Mhm. Und die holen wir ab und geben ihnen Bildung. Also auch diese Nachschulbildung, wenn sie aus der Schule kommen, dass wir so quasi mit ihnen dann, wie bei uns Hort, eine Beschäftigung im Nachmittagsbereich machen. Was für Beziehungen entstehen da Jahre später, wenn diese Kinder in gewisser Weise therapiert sind und 5 Jahre später kriegt er Besuch, sagen sie, Peter, danke. Peter, wir besuchen dich im Studio. Was passiert da so, auch privat? Also es ist natürlich so, dass viele Peter Maffay natürlich auch kennen, sogar Kinder oder Jugendliche. Und die Fabelfigur Tabaluga kennt jeder. Das ist eigentlich das für uns das schönste Erlebnis. Und was wir von der Tabaluga-Stiftung immer wieder erleben, Kinder, die dort auch aufwachsen in der Stiftung, bewerben sich irgendwo und sagen ganz stolz, ich komme von Tabaluga. Also das ist auch eine Wertschätzung unserer Stiftungsarbeit gegenüber, auch bei Dr. Herlin mit seiner Stiftungsarbeit, das uns unwahrscheinlich stolz macht. Bei uns in den Einrichtungen ist es so, es gibt viele Gruppen, die kommen und dann wollen die natürlich wiederkommen. Und das ermöglichen wir dann, indem, dass wir mit den Gruppen sehr stark Austausch haben, jährlich, dass wir sagen, wem hat es gut getan, wer braucht nochmal so einen Anschlussaufenthalt, natürlich viele. Und die Gruppe entscheidet dann, wer wiederkommen darf. Weil Verhaltensänderungen bei den Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall spürbar sind. Was ich jetzt interessant finde, wie tief und wie privat lässt Peter Maffay blicken. Ich weiß, Sie dürfen auch ins Studio. Dürfen wir da auch rein? Ihr dürft mal rein, weil das auch für die Kinder manchmal so ist, dass wir sogar auch hier Schulklassen immer wieder da haben, die auch mal aufnehmen. Und das Studio hat ja 30 Jahre auf dem Buckel und ist ein ganz legendäres. Da hat ja nicht nur Peter Maffay aufgenommen, die Purple war da, waren ganz andere namhafte Musikerinnen und Musiker da, Künstler da. Und wie gesagt, da dürfen wir jetzt mal einen Blick reinwerfen. Bitte schön, ich bin so gespannt. Jetzt geht's in die Heiligen Hallen. Ja, in die Heiligen Hallen. Also hier ganz legendär.
Das ist das Studio von Peter Maffay, was 1983 schon in Betrieb ging. Damals noch wirklich mit diesen alten Aufnahmegeräten, mit den Breitspurbändern, die man gehabt hat. Heute geht es ja alles digital. Und wie gesagt, da sieht man ein paar so Auszeichnungen, die er halt bekommen hat für seine Alben. Drüben im Büro hängen noch viel mehr, weil 45 Jahre Musikkarriere ist ja doch etwas. Da kommt was zusammen. Und sind ja fast 50 Millionen Tonträger, Wahnsinn, die er mittlerweile, sage ich mal, unter seine Fans gebracht hat, 10 Millionen Konzerttickets. Wow. Und hier in dem Studio ist jetzt zum Beispiel auch das aktuelle Tabaluga-Album entstanden. Das ist hier entstanden? Ah, verstehe. Und viele andere Alben. Der da schon alles gesessen ist. Ja, ja. Der haucht schon ein bisschen so, also da muss man schon sagen, der riecht das nach Geschichte, liebe Zuschauer. Also hier ist der Hauch natürlich am spürbarsten. Das ist der Regieraum, wo eigentlich im Prinzip viele Knöpfe da sind, wo ich Ihnen keinen erklären kann. Also da bin ich das ist aber sehr schade, Herr Luppert. Da haben Sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich wollte gerade fragen, wie musikalisch sind Sie eigentlich? Ja, also in Musik habe ich mal einen Einser gehabt. Das war aber keine Einstellungsvoraussetzung, bei Maffay mit ihm anzufangen. Ich hatte 35 Jahre, kenne ich ihn jetzt schon und arbeite seit 27 Jahren für ihn und es war Gott sei Dank damals keine Einstellungsvoraussetzungen, singen zu können. Er hat einen guten Kaufmann gesucht und das, glaube ich, habe ich erfüllen können. Wenn Sie immer noch dabei sind, können Sie es nicht so schlecht machen. Dürfen wir doch in die Aufnahmesituation eintauchen? Das ist ja toll, ja. Wahnsinn. Also das ist natürlich für Kinder oder für Jugendliche, die das dann das erste Mal sehen, glaube ich, ein Aha-Effekt, oder? Das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das kennt ja jeder heute nur Aufnahmen, die er dann mehr oder weniger in einem halt bei allen Portalen anhört. Aber wie Musik entsteht, dass sie klassisch, man kann es am PC heute auch machen, aber dass klassisch solche Aufnahmestudios da sind, das ist natürlich für viele faszinierend. Und wir haben Schulklassen hier, die auch aufgenommen haben, es hat schon ein Liederkranz einmal eingesungen. Also es gibt gewisse, auch örtliche, und Außerörtliche, die sich mal anfragen und bewerben. Ja. Und Peter Maffay will das auch, dass hier Jugend und Kinder auch mal eine Aufnahme ermöglicht bekommen, die auch dann umsonst ist. Herr Luppert, ganz kurz in zwei Sätzen, was ist für Sie das Schönste an dieser Arbeit in der Stiftung? Also das Schönste ist wirklich, sagen wir, einen Stifter zu haben, der unwahrscheinlich sagen wir, motiviert, der auch selber die Stiftungsarbeit ernst nimmt und sich einbringt. Und das weit Schönere dann natürlich dazu zu Peter Maffay ist die Situation, diese Dankbarkeit, die man von den Kindern zurückkriegt. Das ist schon von den Gruppen zurückkriegt. Das ist das, was wir alle Mitarbeiter in der Stiftung sehr wertschätzen. Herr Luppert, wir danken, dass wir Einblick gewinnen durften in die Arbeit, in die Stiftung und wünschen natürlich alles Gute. Man sagt immer, eigentlich sollte es nicht so viele Kinder geben, aber damit es das ist, gibt es so eine Stiftung und deswegen alles Gute. Freuen wir uns und danke für Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Tutzing. Wechseln Sie jetzt.